so. Sagst du meinem Kind Hallo? Miles, endlich erreiche ich dich. Oh, hey Pete, wie läuft's? Ich habe Nachrichten geguckt, auf Symkarianisch. Entweder ist eine Brücke explodiert oder ein Bagel verräuchert, was im Kontext keinen Sinn ergibt. Auf jeden Fall suche ich nach Flügen. Ich kann morgen Abend zurück sein. Nein, tu das nicht. Schon okay. Ich weiß, wer die Verantwortung trägt. Ich werde sie aufhalten. Versprochen. Okay, ich vertraue dir. Aber wenn du mich brauchst, fliege ich sofort nach Hause. Ansonsten sind wir uns in ein paar Wochen bei meiner Rückkehr. Ja, okay. Danke. Viel Spaß beim Sumkarianisch lernen. Warum gibt es 7 verschiedene Wörter für Klo? Genieß sie. Sie ist toll aus Mann. Bald kommt der Spider-Man! Schnell! Lass ihn! Vergiss es! Nicht heute, Einbrecher! Okay, Schluss mit los! Du bist erlegt! Und wehe, ich erwische euch nochmal bei Verbrechen in meiner Nachbarschaft. Damit meine ich New York. Okay, Boss, wie ist der Plan? Finns Familie hat eine Werkstatt in Midtown. Sie hat dort immer gearbeitet. Vielleicht habe ich Glück und sie tut das immer noch. Wäre es nicht einfacher, sie anzurufen und zu reden? Ich glaube nicht, Mann. Als ich sie auf der Brücke sah, habe ich sie kaum wiedererkannt. Ich muss wissen, warum sie das alles tut. Okay, Mann, mach, was du für richtig hältst. Halt mich auf dem Laufenden. Ich muss zur Menora im Central Park, bevor sie anzünden. Ich darf den Auftritt meiner Schwester beim Kwanzaa-Fest nicht verpassen. Wow, gib mir 5! Wow. Was? Oh, hey, Spider-Man! Das ist Spider-Man durch. Hey, Vorsicht! Die Feiertage. Na los, weiter jetzt! Und es geht wieder los. Eine Katastrophe in unserer Stadt. Explosionen, ein Brückeneinsturz, Schüsse inmitten der Rush-Hour.
Gottlob gab es keine Toten, aber man hat nicht immer so viel Glück. Was, wenn das ein paar Tage später passiert wäre, beim sogenannten Sturm des Jahrhunderts, von dem die Nachrichten ständig plappern? Dann wird aus einer Katastrophe völliges Chaos. Es wurden auch schon jede Menge Schuldige gefunden, wie dieser Underground-Schläger. Aber hören Sie her, es wäre eine Verletzung meiner Pflicht, wenn ich nicht darauf hinweisen würde, dass der Angriff des Underground nur ein Überfall auf einen Transport war, bis... Knapp. Chanukka könnte herrlich sein. Der Laden ist verrammt. Was für ein trauriger Anblick. Vielleicht kann ich irgendwo einsteigen, aber ohne Aufmerksamkeit zu erregen. Vielleicht steht ja ein Fenster offen. Also. Hallo? Mann, ist das ein Staub hier. Hier war lange keiner mehr. Ricks Lehrbücher. Er hat abends gelernt, damit er über Tag den Laden weiterführen konnte. Er war nicht aufzuhalten. Hier ist ja noch Licht an. Irgendwelche Medikamente. GCSF. Zur Behandlung von Knochenmarkzerfall. Wem gehören die? Hier wurde seit mindestens 6 Monaten nichts mehr angerührt. Da muss noch mehr sein.
Roxxon-ID von Ella Sterling. Aber das ist ein Foto von Finn. Finn hatte einen Partner für einen Anbruch bei Roxxon. Diese Mauer war doch früher nicht hier. Ja. Das Team, das Nuform entwickelt hat, wurde krank. Und Rick war der Projektleiter? Drei Mason-Generationen haben diesen Laden geführt. Rick wollte ihn nach dem Tod ihrer Eltern verkaufen. Ich glaube, Finn hat ihm das ausgeredet. Finn und ich haben hier im Sommer mit Rick Gitarren repariert. Es gab nichts, was er nicht wieder hinkriegte. Vielleicht komme ich mit einem Venom-Schlag durch. Okay, das ist ein Geheimraum. Finn steckt hinter der Underground-Ausrüstung. Schon schräg. Wir tragen beide eine Maske.
Videodatei von vor 6 Monaten. Ich mache einen Test-Upload. Mein Team wird krank. Und Krieger tut so, als wäre es nicht das Nuform. Wir müssen es heute tun. Lass mich. Sind wir denn bereit? Müssen wir wohl. Die Arbeit in Harlem hat begonnen, vor ihrem Zeitplan. Er vergiftet die Stadt aus Profitgier. Sie drücken aufs Tempo. Ignorieren Sicherheitsberichte. Sie dürfen meine Forschung nicht pervertieren, Finn. Okay. Zuerst geht es um den Kern, dann löschen wir die Daten. Und Sie können sicher nicht einfach nachproduzieren? Nein. Nicht, wenn wir den Ersatzvorrat in Jersey auch vernichten. Ohne mich haben Sie keinen Plan, wie Nuform funktioniert. Das Projekt ist dann gestorben. Ich nehme alles auf. Wenn was schief geht, gehen die Videos direkt an den Bugle. Perfekt. Bereit, New York zu retten? Bereit. Da ist noch ein Video. Verdammt! Keine Uploads! Das Handy war wohl kaputt. Das hier ist nicht umsonst gewesen. Ich verspreche's, Rick. Sie wollten das Nuform-Projekt stoppen, aber irgendwas ging schief. Der letzte Standort Ihres Handys. Wenn ich es aufspüre... Okay, stell dir. Komm schon. Sei unsichtbar, sei unsichtbar. Komm schon. Er ist hier. Lass ihn nicht hier weg. Er tarnt sich. Er kann sich tarnen? Dass ich einfach so verschwinden kann, hat sie aufgescheucht. Ich schleiche mich an, wenn sie ruhiger sind. Sonst merken sie was. Komm endlich! Lass ihn nicht an den Computer! Wo ist er hin? Ich muss einen stillen Alarm ausgelöst haben. Komm jetzt raus, weil... Problem weniger. Das wird ja immer mehr. Okay, ganz ruhig. Ich lasse sie kurz entspannen und dann hole ich sie mir. Ist das deins? Okay, ganz ruhig. Ich lasse sie kurz entspannen und dann hole ich sie.
Okay, zurück zu dem Computer. Wenn ich Finns Handy finde, erfahre ich vielleicht, was Rick zugestoßen ist. Und warum sie Tinkerer wurde. Da, die Position. Ich sollte wohl besser Genki informieren. Hey, hast du was in Finns Werkstatt gefunden? Ja, ich weiß, warum sie das alles tut. Ihrem Bruder ist was zugestoßen, was echt übel ist. Oh Mann! Rick hat für Roxxon gearbeitet. Er war für die Nuform. Zuständig. Wow. Und das Nuform hat ihn anscheinend krank gemacht. Simon Krieger erzählt überall, wie sicher es ist. Er lügt. Finn und ihr Bruder wollten den Reaktorprototyp abschalten und die Weiterentwicklung verhindern. Was ist passiert? Ich weiß es nicht. Noch nicht. Finn hat alles mit ihrem Handy aufgenommen, aber ist dann im Labor verloren. Ich will es gerade holen. Hör zu, ich bin hier. Ruf an, wenn du mich brauchst. Mach ich.